Hi. Das, was ihr gerade als Intro gesehen habt, hatte mehr mit Halloween zu tun als das, was uns das TV da zeigen wollte oder allgemein an Halloween so ablief. Ich meine, wer kommt auf die Idee, an Halloween so Voice of Germany zu zeigen? Das ist ja total gespenstisch, wenn die da singen. Oh mein Gott, wie singt das? Irgendwie wird Halloween von Jahr zu Jahr weniger. Zumindest irgendwie hier bei mir im Dorf anscheinend. Wenn ich bedenke, dass sie mega geiles Wetter hatten und ich immer Regen bekam, ich hätte gerne gewechselt. Aber nein, stattdessen kommt heutzutage The Voice of Germany und es sind nur 10 Kinder an die Tür gekommen. 10 Kinder. Deswegen heißt der Titel im Übrigen auch Halloween wird langweilig. Ergibt Sinn, ne? Einzig meinem Kater Pupsi habe ich dazu gebracht, ein bisschen Halloween zu feiern. Naja, mehr oder weniger, ich habe ihn bestochen. Er hat Essen bekommen. Oh, Katzenfutter. Oh. Einzig Positives war, mehr Süßkram für mich. Kommt vielleicht jetzt nicht so cool, ich habe Zähne geputzt, aber Süßkram. Und dann alle lieben Kinder aus meiner Gegend, Leute, Alter, wo warten ihr? Ich saß mindestens 3, 4, 5 Stunden im Busch und habe gewartet, dass ich euch erschrecken kann. Mich würde mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der denkt, dass von Jahr zu Jahr Halloween immer weniger wird. Oder sieht ihr das anders, wie die Medien? Die Medien sagen nämlich, Halloween wird von Jahr zu Jahr immer gehypter. Stimmt gar nicht. Zumindest die 10 Kinder können das nicht bezeugen bei uns. Also haut mal in die Kommentare, wie habt ihr Halloween gefeiert? Wie findet ihr das? Ist Halloween immer mehr am Abflauen? Oder wie seht ihr das unten in die Kommentare, bevor ich mich noch mehr verbrabbel? Also Leute, ich gehe jetzt zocken. Vergesst nicht, meinen Gamer-Kanal zu abonnieren. Unten in der Videobeschreibung. Erster Link. Ansonsten haut rein. Ciao, Böller, Cinderella. Tschüss.